Der 100-Wasserturm ist der Besuchermagnet in Abensberg. Auch Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner hat ihn gestern besucht. Selber früher einmal Bierbotschafterin, hat sie sich da auch ein Weißbier schmecken lassen. Ich war in Amsberg selber noch nicht, sondern letztes Jahr am Gallimarkt natürlich, aber war sehr beeindruckt auch von dem wunderbaren Turm. Also das ist natürlich auch ein Wahrzeichen, kann man glaube ich fast auch sagen. Ich finde es eine super Idee, dass man letztendlich das Kulturerbe Bier zusammenbringt mit dem Kulturerbe Kunst. Dann ging es für die Ministerin weiter zum Spargelhof Holzer. Der Grund für Aigners Besuch in Abensberg nämlich ein Missverständnis um den Spargel. Es war letztes Jahr am Gallimarkt in Mainburg. Hier hatte die Ministerin gesagt, dass ihr der Schrobenhausener Spargel am besten schmecke. Bis sie von Landtagsabgeordneten Martin Neumeier darauf hingewiesen wurde, dass hier Abensberger Spargel gegessen würde. Peinlich für die Ministerin. Sie versprach daraufhin, nach Abensberg zu kommen. Vielleicht passte sie deshalb bei der Besichtigung des Spargelhofs ganz besonders gut auf. Ja, ich mag sehr gerne einen Spargel und ich habe vorher gerade gesagt, dass ich mit Sicherheit zu denen gehöre, die über den Durchschnitt des Verbrauches liegen, von 1,6 Kilo habe ich gelesen. Da bin ich mit Sicherheit deutlich drüber. Welchen mingst du denn lieber, den Schrobenhausener oder den Amsberger? Ja, mein, immer in der Region, wo man ist. Und da ist ganz besonders der Amsberger Spargel. Eigentlich sollte die Ministerin selber Spargel stechen, aber der lässt noch auf sich warten. Also wir sind heuer etwas später dran. Und wir haben Flächen ganz ohne Folie. Und das war eben das Feld auch gewesen, wo Frau Aigner hätte stechen dürfen. Und da wächst noch gar kein Spargel. Also Spargel wächst nur an besonders geschützte Stellen oder wenn er mehrfach abgedeckt ist. Und ansonsten müssen wir einfach nur warten, bis es wärmer wird. Der Spargel ist gut eine Woche hinter der Zeit. Christine Holzer macht sich deshalb aber noch keine Sorgen. Der Spargel werde deshalb genauso gut wie sonst auch. Das wird Ilse Aigner freuen. Um die 1,6 Kilo Spargel zu schaffen, muss sie schließlich bald mit dem Essen anfangen.